Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Legion. Hier haben wir schon wieder die High-Elo-Typen am Start und ich werde wieder mein Bestes geben. Wir spielen natürlich wieder Mastermind und versuchen gleich mal richtig Action zu machen. Mal gucken. Das wird richtig, richtig hart. Aber egal, ich gebe mein Bestes. So wie immer. So, Banana Bank möchte ich auf jeden Fall mit bei haben. Der Butcher, Bazooka, Gargoyle, Peavy habe ich ja irgendwie gar nicht so einen Bock. Der macht mir eigentlich auch zu wenig Schaden. Verdammt, nicht so die beste Schaden-Kombo. Muss ich halt viele Bazooka gehen, wa? Und Fire Archer, obwohl die genervt wurden. Shit. Egal. So, wird schon irgendwie funktionieren. Wir starten. Starten wir so? Ja. Ist jetzt irgendwie nicht so geil. Aber egal, wir machen das so. Und basteln ein paar Bienen, die wir dann ausbauen. Oder zumindest eine. Nee, 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 wir machen es so. So, na dann erstmal müssen wir mal gucken, wen wir hier was senden. Wir senden Türkis. Türkis startet mit einem Peavy und einem Tempest. Fortified. Wie immer hier unsere schöne Liste hin. Sogar auf Wave 1 geleakt. Das ist natürlich schön. Sowas möchte man sehen. Gerade in so einem High-Elo-Bereich. Da freut man sich doch nochmal ein bisschen mehr. Könnte auch. Naja, nee. Krieg ja trotzdem nicht mehrere Sachen jetzt ausgebaut. Nee. Aber ein bisschen Gold ist halt nur mal ein bisschen Gold, wa? Die Consort müsste jetzt hier eigentlich gut Action machen und die einfach alle wegschlitzen. Was hatte er? Tempest und Dings. Komm, da gehen wir jetzt da bis. Nee. Das könnte was bringen. Weil die ja ein bisschen was aushalten und wenn die Peewees weg sind, die haben auch noch guten Schaden gegen den Tempest, könnte es vielleicht was bringen. Nee, die kriegen ihn zu langsam down, wa? Schade. Die kriegen den nicht mal down rum. Oh. Na egal. War ein Versuch wert. Naja, vielleicht auf der 4 eher einen Dino schicken sollen. Der wäre definitiv durchgekommen. Ah, das war ein schlecht überlegt. Naja, ist halt so. Ein Gargoyle leisten wir uns. Und dann werden wir, glaube ich, noch ein paar Bienen gehen. Geschweige denn auch ein Fire Archer, früher oder später. Oder wie viel hatte ich dann? Ne, ich hatte 50, war. Es muss schon so, muss so gehen. Jetzt hätte ich natürlich einen Lizard bekommen. Ist jetzt nicht so geil. Ein bisschen, ja, der Bone Crusher kriegt zwar ein bisschen was ins Gesicht, aber er kann hier doch ziemlich gut gegen heilen. Sollte man nicht unterschätzen. Oh, der hat auch geleakt.
Bei uns hat noch gar keiner gelegt, kann das sein? So, ich sende jetzt ein bisschen weird, weil ich einfach nur ein bisschen Income haben will. Ist eigentlich nicht so klug. Ach, vielleicht kriege ich dadurch ein bisschen was zusammen, damit ich einen Fire Archer wenigstens hinbekomme. Für die nächste Wave. Na, 2 Gold. So, 69. Impact Swift. Beim Value sind wir genau gleich und da er gerade geschickt hat, dürfte er jetzt nicht so viel haben. Na klar, dürfte jetzt vielleicht für eine Snail reichen, vielleicht auch für einen Lizard oder so, aber für nichts Größeres. Und dann müsste das eigentlich passen. Gut, das ist nur ein Dings, das passt eigentlich, auch wenn die meinen Bone Crusher ziemlich schnell auseinandernehmen. Kann sich doch ein bisschen gegenheilen, ist aber nicht so schlimm. Weil eigentlich der Damage, der dahinter steht, doch ziemlich konstant gut ist, sagen wir mal. Ja, das passt. Und die liegen wieder, aber Brood ist auch ziemlich heftig. Und er wird ja auch liegen. Oh ne. Doch, krass. Das wird sogar King. Ne, nicht der Buff, so also wie schnell die schlagen, ist ja. Definitiv heftig. Box alles weg. Ja, läuft doch ganz nice. Vielleicht bei den Rockos eine Blut mitschicken. Jetzt warte ich einfach mal diese Wave ab. Sie läuft zumindest schon mal nicht so bad. Wir werden jetzt auch demnächst mal Bazookas bauen. Auf 85? Oh, zum Glück. Sollte so eigentlich passen. Vom Value sind wir her drüber. Und demnächst sollte ich mal wieder einen Worker gehen, wenn er jetzt noch was schickt. Ja, eine Fiend bekommen. Das ist aber ganz okay eigentlich, glaube ich. Fiend macht jetzt hier nicht so viel Schaden. Na, außer die geht natürlich auf den Gargoyle. Aber eigentlich sollte der Bone Crusher hier ziemlich gut gegen heilen. Wir gucken uns mal an, wie es beim Türkisen aussieht. Schicken da jetzt einfach mal Blut und eine Snail. Und können jetzt sogar, glaube ich, mal einen Worker gehen. Auch wenn die nächste, die Rockos. Naja, hat der jetzt ganz etwas geschickt, war. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so viel Mythium hat für eine Brood. Stimmen den mal zu. So. Krallen wir noch ein bisschen Geld. Jetzt vielleicht nicht genug, um was ordentliches, krasses zu bauen. Obwohl, reicht für ein Fire Archer, wa? Aber eigentlich sind die Bazookas besser. Was haben die für eine Verteidigung? Fortified? Ja. Muss ich aber dann demnächst ausbauen. So, schicke ich? Nee, schick nicht. Wir hatten jetzt hier was gepinkt. Achso. Ja, ich hatte noch. Naja, egal. Nur eine Lizard. Na, das. Weil die nehmen halt ziemlich schnell mein Bone Crusher auseinander, war. Aber die Consort halten da eigentlich gut gegen. Auch wenn jetzt mein Schaden dahinter nicht so der beste ist. Aber müsste eigentlich reichen. Vielleicht leak ich auch was. Zumindest gehen sie jetzt auf den Bogenschützen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, weil er sich ja gegenheilen kann. Und dadurch ein paar mehr Schüsse aushält. So. Ja. Passt eigentlich. Und mein Gegner hat geleakt. Sehr schön. Also ich habe ihnen auch ziemlich viel gesendet. Ich werde jetzt hier einfach noch einen Worker gehen.
Das ist ziemlich nice. Also wir sind wirklich sehr weit vorne im Moment. Ja, auf 8 die Tanks. Was waren die 8? Oh ja, das ballert richtig. Da bin ich schon gespannt, wie das wird. Das wird. Naja, wird kein King Damage, aber trotzdem ziemlich krass, dass wir hier schon so weit vorne sind. So. Da sehe ich jetzt nicht ganz so gut aus. Wir können auch kein Dings ausbauen, kein Zeus. Das regt mich ein bisschen auf. Wir können den Gargoyle upgraden. Der Green Devil müsste ja eigentlich mehr als gut gegen die performen. Ich hoffe nicht, dass die dann, sobald der Bone Crusher tot ist, auf die Consort gehen. Das wäre sehr schlecht für mich. Ein Dino habe ich bekommen. Müssten halt auf den Green Devil gehen. Aber nein, die Consorts stehen zu weit vorne. Und dadurch kann hier das. Nee, das werde ich liegen. 100%. Na, ah, verdammt. Aber es war auch ein kräftiger Cent. Und halt genau die. Der Schaden, der mir. Oder der Schadenstyp, der mir am meisten Schaden macht. Aber es ist nicht so schlimm, weil dadurch können wir ein bisschen mehr Mythium jetzt für den Push senden. Also mehr Mercenaries. Und halten tun wir das auch, dass es kein King Damage wird. Ich werde jetzt auch noch einen Lizard mitsenden. Könnte ich jetzt sogar eine Disciple bauen? Magic Swift. Ja, und danach muss ich mich darum kümmern, dass ich die ausbaue, weil sonst habe ich demnächst ein Problem für die 10. Generell brauche ich noch irgendwie einen Tank für die 10. Ah, scheiße, ich habe auch Full Supply. Okay, 50 kriegen wir ja schnell hin. Eigentlich gut abgepasst. Klingt jetzt dämlich. Ist auch nicht gewollt gewesen, aber ist trotzdem gut abgepasst, dass ich genau 15 habe. Zwei Lizards. Ah, ist natürlich richtig bad. Aber der Green Devil hält hier eigentlich lange Stand. Die Tanks sind schon tot. Ah, ja, viele Veteranen. Da werde ich auch nicht durchkommen, denke ich mal. Zum Glück gehen die auf die Disciple, die hat mehr Leben als die anderen und dadurch kann die ja ein bisschen länger durchhalten. Er liegt hier. Ich komme auch nicht durch. Außer die machen ihn jetzt mal ein bisschen schneller weg, weil unausgebaut sind die nicht so gut. Ich habe das gehalten. Kann jetzt Supply gehen. Und der liegt ja auch noch mal ein bisschen. Ich habe zwei Lizards bekommen. Ah, nee, ich muss die Dings ausbauen. Ich werde jetzt kein Worker gehen, weil ich unbedingt unbedingt auf der 10 mindestens ein oder wenn nicht sogar zwei Zeus haben will. Also die ausgebauten Bazookas. So. Würde sogar fast für zwei reichen, aber das ist ja. Das ist ja nicht so schön. Ich glaube, ich werde noch einen Bone Crusher gehen und dann ist das erstmal top. So. Mal gucken, was ich auf der 10 mache. Ich werde mir jetzt nochmal ein bisschen reinziehen, was eher so. Was er so für Tanks hat. Die Veteranen werden eigentlich ziemlich schnell einknicken gegen den Grand Daddy.
jede Menge Peewees, Tempest. Und die sind nicht ausgebaut. Eigentlich wären da die Lizards ganz gut, damit die Veteranen schneller down gehen. Hier liegt ein bisschen. Ja. Ist jetzt aber nicht so wild. Weil dadurch kann ich vielleicht noch einen Lizard mitschicken. Oder vielleicht sogar eine Dragon Turtle. Mal gucken. Ja, also definitiv eine Turtle. So, dann kriegen wir auch nochmal guten Income. Kann jetzt nochmal richtig aufstocken. Und mein Damage verfeinern. Weil das wird jetzt definitiv ein größeres Problem, würde ich mal fast sagen. Bauen wir noch einen Fire Archer. Und müsste das eigentlich passen. So, wir haben einen ziemlich kräftigen, ziemlich viel gesendet. Ich bekomme 4 Lizards. Also ich bin mir unsicher, ob das was wird. Gut, dass auf den Green Devil am Anfang geht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Er ist zur Hälfte down. Nur 25%. Und die Tanks sind fast alle weg. Sollte, ist aber eigentlich easy. So, der Grand Daddy steht nur noch zur Hälfte. Aber alle Tanks sind weg. Die Dragon Turtle, die Snay ist noch da. Ich denke nicht, dass er das liegen wird. Aber ich habe ihn stark unter Druck gesetzt. Schade, schade. Oh, 4 Lizards. Und eine Snail. Nee, eine Mole. Alles klar. Der wollte es wissen. Die hat richtig durchgedrückt. Könnte sogar. Nee, die kommen immer. Die sind immer viel langsamer als der Grand Daddy. Und dadurch wird es jetzt kein Leak werden oder kein King Damage, oder? So, ich kann jetzt definitiv mal einen Worker gehen. Vielleicht sogar. Nee, ein. Ein Worker ist top. So, mit 6 Workern bin ich da eigentlich immer noch ziemlich schlecht. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss. So. Was machen wir? Pierce Natural. Fünf, 300 noch was. Ich glaube, wir werden so machen. Und der wird dann später zu einem Green Devil und ich gehe jetzt noch einen Worker. Ich will jetzt. Dino bekommen. Der ist aber schnell down gewesen. Zum Glück gingen die auf den Gargoyle, nicht auf die richtigen Tanks. Weil der hält ja definitiv weniger aus. Und die anderen können sich hier schön durchschnetzeln. Das sieht gut aus. Da will ich jetzt auch erstmal nicht mehr durchkommen. Und ich habe jetzt mir jede Menge Geld da gelassen, damit ich erstens in den Worker gehen kann und zweitens eine Banana Bank, die ich wieder nicht hinbekomme. Das ist kacke. Okay, das wird auch noch ein Leak. Pro Leak. Ah, würde er jetzt wieder schreiben? Naja. Auf welcher? Wir wollen auf der 14 senden. Okay. Bis dahin sollte ich definitiv eine Banana Bank haben. Jetzt kommen die Mantis. Da wäre eigentlich schon. Ich kann die mir aber nicht leisten. Ich hätte mir nicht den Gargoyle kaufen sollen. Oder verkaufe ich den jetzt? Ich verkaufe den. Banana Bank ist einfach viel zu gut,
um sie nicht zu haben. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen Geldverschwendung war, aber das ist nicht so wild. Und danach geben wir auch wieder einen Worker. Bin jetzt von den Worker her gleich, aber ich muss ja eigentlich noch mehr Worker haben. Weil die ja früher Worker gegangen sind. So, naja, das ist aber nicht so wild. Die Wave sollten wir eigentlich easy abhalten. Die Banana Bank macht hier gefühlt alles alleine und der Schaden im Hintergrund sollte fein sein. Außer bei einem Send von 250. Das ist hart. Aber die Banana Bank stinkt noch. Steht noch, ja. Ja, definitiv nice. Dann kann ich jetzt einen Worker gehen. Upgrade nochmal schnell. Passt aber eigentlich alles. Bin ich der Meinung. Kraken kriegen wir nicht hin, ne? Scheiße. So. Ich kacke, dass sie so weit nach vorne laufen müssen. Und wir werden noch ein paar Consort bauen. Ja, das sollte eigentlich so reichen. Die senden die ganze Zeit. Na klar, um mehr Income zu generieren. Und ich werde jetzt. So, das ist richtig heftig an Auren. Pack Leader, Hermit und Safety Mole. Also mehr geht echt nicht. Das sollte eigentlich fein sein, weil jetzt. Ja. Man sieht da die Spells von den Disciple. Haut einfach alles weg. So. Einfach nochmal so ein klein bisschen Bullshit mitgesendet. Perfekt, wir könnten den sogar upgraden. Ist jetzt nicht die beste Option von Fortified gegen Magic Damage, aber definitiv wird die jetzt halten. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wir bauen noch einen Bazooka-Typ. Oh, wir machen jetzt richtig, richtig viel, senden wir. Irgendjemand sendet aber nicht von uns, oder? Doch, gelb. Ja, sind vier Farben. Ich konnte es zuerst nicht so schnell unterscheiden. Schöne Ding. Jetzt kommt einfach nur brutal viel und ich hoffe, dass sie da durchkommen. Obwohl wir auf einer Wave gesendet haben, die halt eigentlich schlechtes war, weil meine hat so viel Magic-Verteidigung. Jetzt sind die Tanks aber fast alle down. Naja, also bei mir ist kein Durchkommen. Selbst für einen, so einen kräftigen Send. Na doch, kommt ein bisschen was durch, aber was zum Teufel? Das ist heftig. Zwei Doppelgänger und dahinter die Mages. Die boxt da alles kaputt. Also, das ist echt, echt krass. Okay. So, jetzt kommen die Teile. Das ist natürlich richtig, richtig schlecht.
bräuchte ich die Mana-Regeneration hier hinten. Und dann werden wir jetzt hier noch zwei Gargoyles hin basteln. So. Okay. Ich stimme Ihnen jetzt einfach mal zu. Was waren die 17? Ja. Alter. Naja, okay. Was er halt macht, ist, die so früh abzufangen. Jetzt verstehe ich sein Prinzip. Er fängt die so früh ab, dass die ganzen Veteranen tanken. Und die Pyros mit dem Area Damage alle gleichzeitig verbrennen können. Das ist gar nicht mal dämlich, muss man sagen. Das wird auch echt schwer, das noch zu reißen für uns. Weil die so gut im Late Game sind und wir es nicht geschafft haben, das Feuer zu beenden. So. Ich glaube, nee, ich kann ja hier an den Links gehen. Doch, doch. Den verkaufen wir mal. Und wir stellen auch einen Pyro nach vorne. Das wird ein Pyro, sagen wir es so. Banana Bank steht noch, aber die Seite ist ein bisschen gefallen. Und dadurch gehen die jetzt auch auf die hinteren. Aber die können ja auch jede Menge Dings tanken. Jede Menge Schläge. Ich weiß nicht. Eigentlich bräuchte ich aber noch was. Nee, ich brauche jetzt hier noch mehr Dings. Nee, das muss so klappen. Jetzt habe ich mich irgendwie so ganz nach vorne verlagert mit meiner Strategie. Das ist ein bisschen komisch. Das war eigentlich gar nicht so gewollt. Weil jetzt müssen eigentlich alle nach vorne laufen, um Schaden zu machen. Auch die Fernkämpfer. Aber zumindest die Mana-Regenerationsaura, die ist halt top. Weil die hier praktisch eigentlich dauerhaft mehr Mana haben lässt. Und die Banana-Banks. Ja, ich habe schon einen kräftigen Cent bekommen. Was ist denn hier? Ein Centau? Eieieiei. So. Naja. Was kommt denn als nächstes? Die Spucker, war das sind. So, verdammt. Doch ganz schön viel geleakt. Oh, toll, ich habe schon gesendet. Viel zu wenig Worker. Ist jetzt auch nicht gerade unerheblich viel Schaden an unserem King. So, naja. Ist halt so, wa? Wir bauen jetzt hier zwei Pyros hin. Banana Bank können wir jetzt hier nicht mehr reinbasteln. Ist aber nicht so wild. Graden den ab und den. Dann können wir hier noch einen Bogenschützen hinstellen.
Wenn sie jetzt einfach raushauen, was geht und irgendwie versuchen, da durchzukommen. Also bei mir wird es echt schwer, weil der hat so eine wirklich gute Taktik fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so wirksam ist. Dass die ganze Area Damage da so reinhaut. Ich hoffe jetzt, die meine Pyros machen das ähnlich gut. Ja doch, bin eigentlich positiv davon überrascht. Alter, zumindest mal ein bisschen durchgekommen. Krasse Scheiße. Also die Pyrus dahinter ist echt eine gute Idee. Die muss ich mir echt merken. Krasser Mist, ey. Wir müssen immer mehr machen. Krass. Oh, werden wir heute mal die 20. Wave sehen? Können wir noch mehr Worker gehen? 8 Worker? Warum hat er nur 8 Worker? Digga, was? Oh shit, ey. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt noch eine Banana Bank bauen. Ja, ich muss hier irgendwie Dings reinbekommen. So. Das wird jetzt der Pro-Bogenschütze. Dann auch noch einen Bogenschütze hin. Eigentlich, nee, den müsste ich erstmal ausbauen. Schon, ja gut. Alter, ich habe richtig viel bekommen. Bin mir definitiv unsicher, ob das was wird. Die Pyros, nee, das wird definitiv nichts. Boxen sich hier 1A durch. Ich mache auch viel zu wenig Schaden. Ja, ne. Alter, hier müssen nur 20 Banana-Banks hin, damit ich das halte. What the fuck? Na, das könnte jetzt sogar unser Ende sein, ja. Er hat gehalten. Oh, das ist gut. Das ist gut. Vielleicht reicht es dann nicht. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Team. Send. Ich send jetzt einfach. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, da noch was zu machen. Ja, komm, hau die alle weg. Du schaffst das. Los, du bockst die weg. Ich glaub an dich. Boah, schönes Ding. Alles klar. Das wird jetzt ultimativ heftig und ich kann nichts mehr bauen. Oh nein! Das habe ich noch nie gesehen. Und ich brauche noch 50, um das abzugehen. Kriege ich noch hin? Aber trotzdem, what the fuck? Oh nein! Ich will das nicht verlieren. Ja, mach hin. Go, 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 go. Upgrade complete. Und ja, gut, das war der Move, auf den ich gewartet habe.
Alter. Oh, shit. Alter, kann ich das überhaupt schaffen? Oh, ich habe voll die falschen Dings mitgesendet. Oh, na okay, ich war hier noch nie. Ja, der one-hittet ja alles. Ach so, und der sprayt auch noch in die anderen Reihen. Ja, das haben wir verloren. Wenn jetzt nicht einer von uns hält, ne. GG, Alter, was ist das für eine Wave? Das für eine absurde Wave. Alles klar. Ja, alleine brauche ich schon 30 Jahre, um den am einzukehren, Alter. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Alter, 36 Minuten. Scheiße. Ja, nicht so gut performt. Alter. Naja, aber richtig schönes Game und es hat auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.